Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ländle Talk. Heute direkt aus dem Melkboden im Brandnertal und unser Gast heute, der Hausherr Werner Nekola. Hallo, servus. Grüß dich. Werner, Sie wohnen quasi das ganze Jahr hier auf dem Berg, zumindest große Teile vom Jahr. Wie kommt das? Das hat sich eigentlich so ergeben durch das. Meine Frau und ich haben uns schon mit 17 kennengelernt und haben in der Gastronomie gearbeitet, im Hotel gegenüber. Und mit 23 ist noch der Melkboden neu gekommen und dann war das naheliegend. Wir haben damals schon zwei Kinder gehabt, das dritte ist dann gekommen, dass man neben dem Geschäft ein bisschen Familienleben praktizieren kann. Das heißt, miteinander frühstücken, am Abend, wenn die Gäste gegangen sind, Spiele machen. Und untertags Geschäft war eigentlich angenehm zum Abwickeln und du bist eigentlich bei der Arbeit und du bist am Morgen, kannst sagen, okay, jetzt fange ich das und das an. Und so hat sich das ergeben. Und das ist einfach, die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge bei uns da oben sind einfach unvergleichlich. Das haben sich Kinder wie wir haben sich da aber wohl gefühlt. Seit zwei oder über zwei Jahrzehnten seid ihr schon hier heroben im Brandnertal. Eines deiner wichtigsten Aspekte ist, die Arbeit soll Spaß machen. Ist es auch wichtig, dass sich die Mitarbeiter, dass sich die Familie wohlfühlt? Ja, absolut. Spaß machen sollte eigentlich jede Arbeit, damit ist die halbe Arbeit eigentlich schon gemacht. Und gerade im Gasthaus, wo viel Leute kann, viel verschiedene Leute kann, ist das eigentlich der Hauptfaktor. Es ist schon bei der Mitarbeit, das Team muss stimmen, der Hintergrund muss stimmen und vorne, wenn gehst du von der Hütte sind, dann wenn sie freundliche, angenehme, aufgestellte Leute und das, die Stimmung transportiert sich dann auch. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Gibt es auch harte Tage? Natürlich, das hoffen wir, dass so viel los ist, dass wirklich richtig Gas geben muss. Aber trotzdem, der Freude bei der Arbeit darf nicht zurückbleiben. Und das merkt in der Gast auch, wenn viel los ist, dass er vielleicht um Kaffee 10 Minuten länger warten muss. Aber dass trotzdem alles wirklich angenehm und freundlich gemacht wird. Was ist das Geheimnis? Wie kann man über zwei Jahrzehnte eine Berghütte erfolgreich führen? Ja, weil es Spaß macht. Das ist ganz einfach. Das macht Spaß. Es sind verschiedene, viele Leute. Wir haben jetzt in den 25 Jahren so viele nette, angenehme Leute kennengelernt. Das kann einem einfach niemand nehmen. Und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, wenn man durchs Lokal geht und 80% von der Gäste sind Stammgäste. Dann weiß man, dass man ja alles verkehrt macht. Und die Familie muss wahrscheinlich auch dementsprechend hinter der ganzen Sache stehen. Ja, natürlich. Ohne Familie geht nichts. Nochmal, wir sind ein Team. Nicht, wir brauchen keine Stars. Wir sind ein Team, wenn wir miteinander arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Und Familie und Kinder sind da involviert. Und das hat eigentlich nie gröbere Probleme in die Richtung. Keine Probleme gibt es, aber es gibt durchaus lustige Sachen, die Sie hier oben schon erleben durften. Gibt es irgendetwas Spezielles, das Ihnen jetzt auf Anhieb einfällt? Ja, gibt viele, aber sind ja viele nicht erzählbar, was lustig war. Aber eine Geschichte, die fällt mir immer wieder ein. Früher, wo wir noch keine Übernachtung gehabt haben, sind wir am Abend immer mit der letzten Gäste jetzt da abgefahren. Und oft ist dann auch dunkel geworden, dann habe ich schon mit der Stirnlampe und das war eigentlich so, hat sich so ein bisschen als Highlight entwickelt, Nachtabfahrt habe und wir waren immer bemüht, damit alle gesund ins Tal kommen. Und der Mann heißt Uwe, hat 140 Kilo Nebengewicht, hat ein Glühwein 2 zu viel gehabt und hat sich dann bei der letzten Kurve durch einen Begrenzungszaun verabschiedet, also der war jetzt mal weg. Jetzt ist der unter den Zaun durch und haben wir wieder zurück hochgerufen müssen. Nicht abwärts, komm rauf. Abwärts ist gefährlich. Dann ist er raufgekommen, hat sich Gott sei Dank nur ganz leicht verletzt. Und der Rest vom Abend haben wir diskutiert, wie jetzt 140 Kilo durch 10 auf 10 Zentimeter durchkommen. Wie das geht. Das Kunststück hat er geschafft. Es gibt also viele tolle Geschichten hier zu erzählen, vor allem auch, glaube ich, bei den Hütten ganz besonders auch. Viele Urlaubsgäste hier, Tagesgäste, alles vermischt sich. Auch, sage ich jetzt mal, besser Betuchte und Bürger, ganz normale Bürger. Wie geht man damit um? Ich kenne die meisten Leute, wo da Stammgäste kenne ich, weiß aber nicht wirklich, was sie tun. Ich frage auch nicht. Sicher sind Prominente auch dabei, die möchten eigentlich
normal als Walter Werner Christian angeredet wäre und nicht mit Herr Kommerzialrat, Herr Doktor oder so. Die sind auf der Hütte und sind ganz normale Leute und benennen sich auch so. Also es gibt auch für Sie keine Unterschiede, ob der jetzt im normalen Leben Arzt, Rechtsanwalt oder Bauarbeiter ist? Nein, also wir haben den Wald hier ruft, so kommt es raus. Was ist für Sie das Schönste an der Hütte auf dem Berg? Die Arbeit. Das Schönste ist der Gästeumschwung. Jedes Jahr neue Leute kennenlernen, sind neue Gästeschichten. Heuer gerade mit dem Silvretta Montafon Verbund, mit dem Brandnertal, kriegen wir wieder andere Gäste und das ist immer wieder spannend. Das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Man kann bei Ihnen ja auch übernachten. Wie funktioniert das? Muss man sich da vorher anmelden? Geht das auch ganz spontan? Wenn ich Platz habe, kann man auch spontan. Aber jetzt im Winter sind die Wochenende schon mehr oder weniger ausgebucht. Das sind Mehrbettzimmer, wo so Freitag bis Sonntag hauptsächlich belegt sind. Und für die Gäste ist das so ein Highlight, wenn man auf 1600 Meter übernachten kann. Man ist am Morgen direkt auf der Piste. Man hat da keine lange Wartezeiten von unterher, man hat keine Anfahrten. Und die spezielle Hüttenromantik am Abend ist auch wichtig. Man isst, man trinkt, man spielt, man redet, diskutiert, politisiert. Ich habe auch schon mehr so der Jugendliche das WLAN ausschalten, damit sie normal miteinander reden. Oder? Dass sie nicht alle. Es ist im Moment ein bisschen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann spielt man auch wieder Mensch ärgere dich nicht, wie man es früher gemacht hat. Also im Prinzip tolle Familienabende, die man hier verbringen kann. Hier absolut. Und man diskutiert auch Zeug, wo man normal nicht redet. Sie sind auch selber Koch. Was ist so Ihre Leibspeise? Meine? Mhm. Klassischer Vorarlberger Käsknöpfle. Käsknöpfle mit Kartoffelsalat. Das ist nach wie vor. Und das ist schon das, was Sie Ihren Gästen gerne präsentieren oder ans Herz legen möchten? Absolut. Und wir haben halt die rustikale Hüttenküche, die sehr gut ankommt eigentlich. Aber so die Highlights, wo wir dann ab und zu machen, ist das Palüde Exquisit, wo wir im Jahr 4 bis 5 Mal machen. Das schaffen alle Hütten miteinander, kreieren ein spezielles Menü und man ist dann schon gefordert, dass man wirklich was Spezielles bietet. Das ist eine nächtliche Gondelfahrt ins Skigebiet. Mhm. Man frequentiert alle Hütten und jeder hat seinen Part. Und das sind halt dann ein paar Städtchen vom selber gesuchten Steinpilz zum Beispiel, am Gamsburger, am Wildburger. Das sind halt einfach ganz spezielle Sachen, wo man normal unter mir auf der Hütte nicht kriegt. Also ganz eine spezielle Sache, auch auf dem Berg und mit einem tollen Ambiente, glaube ich auch. Oder? Ist immer toll geschmückt hier oben auf dem Berg und alles. Gut, die Abendstimmung, die können wir nicht schmücken. Das ist einfach, wenn du im Skigebiet bist und mitten im Winter bist und am Abend das ausgeleuchtet ist, das schaut super aus. Das ist einfach, muss man erlebt haben, sonst kann man das eigentlich schwer erklären. Werner, jetzt sind Sie Koch, Hüttenwirt. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Gut, die Küche war mir immer schon anliegen. Ich habe schon mein Leben lang mit guter Küche zusammen geschafft, hat sehr, sehr viel mitgenommen dort. Mhm. Und es macht einfach Spaß, zum etwas kreieren. Es macht auch Spaß, mal sagen, jetzt, okay, jetzt ist die Terrasse rum voll, jetzt müssen wir Gas geben. Das mhm. macht auch Spaß. Okay. Wenn alles geordnet daher läuft. Und wichtig ist, dass unsere Gäste einfach merken von der Küche her, dass man bemüht ist, dass man nicht irgendwas auf den Teller aufgeworfen kriegt und aussehen, sondern dass es schön angerichtet ist, dass man spezielle Wünsche auch berücksichtigen kann, dass man auf Vorbestellung keine Verschalls machen kann. Also das Auge ist auch mit? Absolut. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Wenn das Essen schön angerichtet ist und vor mir steht und der erste Wow-Effekt kommt, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Werner, jetzt arbeiten Sie seit vielen Jahren schon mit Ihrer Frau zusammen. Gibt es hier bestimmte Regeln? Hat jeder seine Aufgaben? Oder wie seid ihr organisiert? Ja, wir schaffen seit 25 Jahren zusammen in dem Betrieb. Und ja, sie ist für den Geschmack zuständig, für die Dekoration, für die Ausstattung und ich eigentlich für den Ablauf. Also Personal, Einkauf, Organisation. Auf Deutsch gesagt, meine Frau schafft da und ich habe das umzusetzen. So schaut es aus. Okay, und wenn man fast das ganze Jahr auf dem Berg lebt, so wie ihr, ist man dann vielleicht auch mal froh, wenn man ans Meer fahren kann, oder seid ihr wirklich Bergmenschen und mehr braucht man nicht? Ja, da sind wir wieder zwei unterschiedliche. Meine Frau ist gern der Wassertyp, sie ist gern am Meer,
ich gang mit, einmal im Jahr ist die Abmachung, dass man ans Meer geht. Ich bin zwar in Bregenz zum Bodensee aufgewachsen, aber sonst bin ich nicht so der Wasserratz. Aber halt mit den Kindern und mit der Enkelin ans Meer hat schon was. Also das einmal was anderes sehen. Sonst wäre ich lieber durchgehend am Berg eigentlich. Bleibt neben der Arbeit noch Zeit für Hobbys eigentlich? Ja, muss sie, sonst wird man komisch. Nein, also unsere Passion, beide Passionen ist die Jagd. Wir gehen gerne. Und ich ein bisschen mehr, sie ein bisschen weniger. Aber es braucht schon, dass du ab und zu mal auch kunst, dass du wieder wirklich 2 Stunden Zeit hast am Hochstand, dass du wieder gedanklich ordnen kannst. Gehört schon dazu. Daneben hat sich das natürlich auch zwangsläufig, habe ich den Jagdaufseher gemacht, im Klostertaler Ausbildung zum Jagdaufseher. Das ist eine 2-jährige Ausbildung, wo ich sehr viel gelernt habe und habe das auch intensiviert. Sonst bin ich seit 20 Jahren bei der Bergrettung, bin dort Notfallsanität und hat sich eigentlich schon bewährt, wenn am Berg bin ich halt schnell. Und das ist in der heutigen Zeit mit der ganzen Kreislauferkrankung absolut wichtig, dass man schnelle Hilfe, egal ob auf der Piste oder beim Wandern, hat sich unglaublich bewährt. Also wenn es sein muss, entschuldige, dass ich unterbreche, dann geht es direkt von der Küche auf die Piste. Geht von der Küche auf die Piste, wenn es dann ganz eng wird. Es ist eine eigene Pistenrettung da, aber ab und zu, wenn viele Verletzte anfangen und ich kann weg, dann kann man das gut unterstützen. Das funktioniert auch gut. Wie werden die Batterien bei Ihnen aufgeladen? Beim Jagen, beim Wasser, teilweise im Berg? Bei der Jagd, beim Wasser. Wir haben 9 Jahre mit meiner Söhne auch die Alpwirtschaft betrieben. Das ist ganz anderes Lebensgefühl, wenn du rausgehst. Wir haben über 200 Stück Vieh beaufsichtigt. Du bist jeden Tag 2-mal quasi rundum und hast das Vieh beobachtet, hast Zäune gemacht, hast. Und dann hockst du einmal mal um und 10 Minuten und schaust eigentlich, wo du bist. Und das ist auch nach so langer Zeit immer noch so, dass man umhockst und sagst, weißt schon, wo wir wohnen. Findet man da in solchen Momenten auch zu sich selber? Was immer das ist, ja, wahrscheinlich. Also es ist schon wichtig, wie gesagt, dass du wirklich umhockst, mal 10 Minuten als Revue passieren lässt, dass du einfach mal in die Landschaft schaust und gar nichts Wichtiges denkst. Stichwort Jagd nochmal. Kann man eigentlich das ganze Jahr jagen? Ist die Jagdsaison das ganze Jahr geöffnet sozusagen? Es gibt Gebiete, Freihaltungen, wo das ganze Jahr gejagt wird. Ich verstehe unter Jagd nicht nur Aufsitzer und Schüsse, sondern auch die Hege und Pflege. Man muss den Wald anschauen, man muss den Verbiss anschauen. Man beobachtet die Wildtiere auch im Winter. Wie kommen sie durch den Winter? Haben sie einen Engpass? Man hat bei meiner Ausbildung, dürfte ich bei einer Fütterung dabei sein. Das war ein ganz, ganz ein spezielles Thema, wo wunderschön ist zum Anschauen, weil rausgehst schon morgen früh und das Rotwild kommt in einer Ruhe und das strahlt dich so ab, oder? Bringt man das eigentlich gut übers Herz, wenn man die Tiere, auf gut Deutsch gesagt, zuerst füttert und dann vielleicht irgendwann doch abschießen muss oder darf oder kann? Muss ist das richtige Wort, oder? Doch das Rotwild würde sich sonst zu stark vermehren. Man muss gewisse Abschusszahlen, die werden auf dem Land festgelegt, muss man erfüllen. Und es ist ganz wichtig, dass man da einfach das Augenmaß behält, dass es keinen Überbestand gibt. Die natürlichen Lebensräume, wie das Rheintal, Winterlebensräume vom Lebensraum haben wir jetzt besiedelt. Das ist schwierig für das Rotwild und ich glaube, da stehen wir jetzt in der Verantwortung, dass man da schaut, dass die halbwegs durch den Winter kann. Und das Wild gibt es dann auch hier im Melkboden auf dem Teller? Es gibt kein natürlicheres Lebensmittel als ich sage jetzt ein Gamsragout oder Hirschragout. Da wird nichts geimpft, nichts gespritzt, das ist draußen in der Natur. Es hat die Zeit, bis es erlegt wird, eine schöne Zeit eigentlich, oder? Und das merkt man natürlich auch bei der Qualität im Wildfleisch und ich liebe es, wild zum Kochen. Also zu empfehlen, ganz zum Schluss noch, Wünsche an die Zukunft, privat und beruflich? Erstens, dass wir gesund bleiben. Zweitens, dass das Geschäft so weiterläuft wie bisher. Ich hoffe, dass wir keine gröberen Veränderungen mehr machen müssen. Zubaut, umbaut, modernisieren, okay, aber alles mit Augenmaß, dass man wirklich nicht den Überblick verliert.
In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg noch für die Zukunft und hoffentlich noch viele Gäste hier bei euch im Melkboden. Dankeschön. Soweit also Werner Nicola vom Melkboden und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt Ländetalk.